Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich gebe gerne zu, dass der vorliegende Antrag in die Kategorie Tue Gutes und rede darüber gehört, denn Mecklenburg-Vorpommern hat in den letzten knapp 25 Jahren seines Bestehens seinen Platz und seine Rolle in Europa und vor allem im Ostseeraum, wie das auch in unserer Landesverfassung verankert ist, gefunden. Und da haben wir als Parlament ganz sicher einen nicht unerheblichen Anteil daran. Denn ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, als Parlament in der Ostseeregion sind wir in vielen Bereichen federführend in der politischen Zusammenarbeit. Ich denke da an das Parlamentsforum Südliche Ostsee, das ja ganz wesentlich durch die Initiative unseres Landtages entstanden ist. Immerhin tagen zwischenzeitlich hier 7 Regionalparlamente von Ländern, die an der Ostsee gelegen sind, einmal im Jahr gemeinsam. In diesem Jahr tagen wir in Hamburg. Hamburg ist nicht an der Ostsee gelegen, aber bezeichnet sich als Tor zur Ostsee und hat insofern großes Interesse, an diesem Forum teilzunehmen. Und wer schon einmal an solch einer Konferenz teilgenommen hat, wird bestätigen, dass unsere Delegationsmitglieder sich stets sehr aktiv einbringen. Frau Präsidentin Brettschneider oder auch Herr Kollege Schulte haben häufig das Vergnügen, auch die Konferenzen mit zu leiten und zu moderieren. Das ist schon sehr bemerkenswert. Und wenn es dann um die Abschlussresolution geht, dann kann man auch verzeichnen, dass insbesondere unsere Themen sehr häufig sich in dieser Resolution wiederfinden. Und das Gleiche, was die Aktivitäten betrifft, gilt übrigens auch für die Ostsee-Parlamentarierkonferenz. Diese Konferenz findet ja in diesem Jahr hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern statt. Und Frau Präsidentin Brettschneider hat die Präsidentschaft in diesem Jahr inne. Gestatten Sie mir daher in diesem Zusammenhang, Frau Präsidentin, sehr herzlich zu danken für Ihre Aktivitäten in diesem Zusammenhang. Ich möchte in diesen Dank aber ausdrücklich auch die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung einbeziehen, denn was diese Damen und Herren insbesondere in Vorbereitung und Durchführung solcher Konferenzen leisten, ist mit sehr großem Respekt zu sehen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, soweit ich das überblicke, werden in diesem Jahr 4 Landtagsausschüsse nach Brüssel reisen, um sich dort zu informieren. Einige von Ihnen schon zum wiederholten Mal. Darunter auch der Europa- und Rechtsausschuss, der sozusagen schon Stammgast in Brüssel ist, was auch schon einigen der dortigen Gesprächspartner aufgefallen ist. Und ich finde, dass diese Kontakte, die wir hier in Brüssel knüpfen, uns für unsere Arbeit doch sehr hilfreich sind und kann nur die Ausschüsse ermuntern, die das noch nicht auf der Tagesordnung haben, nach Brüssel zu fahren, auch einmal die Gelegenheit zu nutzen, in Brüssel vorbeizuschauen. Hilfreich für unsere Arbeit ist ganz sicher auch das regelmäßige Briefing unseres Informationsbüros aus Brüssel über die neuesten Entwicklungen in der EU im Rechts- und Europaausschuss. Und wir splitten ja dann dieses Briefing immer wieder auf, auch für die jeweiligen Fachausschüsse, sodass auch die Fachausschüsse die entsprechenden Informationen bekommen. Und ich habe zum Anfang des Jahres mit dem Geschäftsführer der IHK vereinbart, dass auch jetzt die IHK dieses Briefing von uns zugestellt bekommt, weil häufig auch Informationen hier für die Wirtschaft dabei sind. Gestatten Sie mir also auch hier in diesem Zusammenhang, mich sehr herzlich bei der Staatskanzlei und bei unserem Informationsbüro für die konstruktive Zusammenarbeit zu bedanken. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin Kuder und ich vertreten unser Land jetzt im Ausschuss der Regionen und das ist sozusagen die Schnittstelle der Europaebene zu den Bürgern in den
Regionen. Und ich kann Ihnen versichern, wir werden jetzt also zu zweit diese Schnittstelle nutzen, um die Interessen unserer Bürger und unseres Landes in Brüssel sehr deutlich zum Ausdruck zu bringen. Lassen Sie mich abschließend noch sagen, ich glaube in der Tat, in unserem Land ist in den letzten fast 25 Jahren seines Bestehens auch und insbesondere mit europäischer Förderung viel passiert. Und wer mit offenen Augen durch das Land fährt, der wird das auch bestätigen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt auch noch viel zu tun. Und weil das so ist, sollten wir alle unsere Kontakte nach Brüssel nutzen und weiterentwickeln. Wir hoffen, mit dem hier vorliegenden Antrag einen Anstoß dazu gegeben zu haben. Zum Inhalt dieses Antrags wird meine geschätzte Kollegin Drese noch einiges sagen. Lassen Sie mich nur so viel sagen. Ich glaube, wir haben Ihnen 5 gute Gründe aufgeschrieben, die unserer Meinung nach dazu beitragen werden, dass wir als Parlament auch weiter uns europapolitisch einbringen können im Interesse unseres Landes. Daher würde ich Sie herzlich bitten, stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Müller. Im Ältestenrat wurde eine Aussprache.